Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Europa Bullyversalis 1 mit dem Spiel Europa Universalis 4. Wir sind hier auf dem Kanal von Writing Bull, auf dem Kanal für Strategiespiele und Strategiespielneuerscheinungen. Mein Name ist Zakor und zusammen mit mir ist heute wieder Shalomdon. Hallo. Hallo ins Rund. Wir sind beide aus der Community von Writing Bull und leiten hier heute zusammen als Moderatoren das Rollenspiel-Event mit insgesamt 15 Spielern, im Moment drei Fraktionen. Wir haben hier, also ich zeige es gerade, die Orthodoxen, einmal Moskau, Litauen, Serbien, dann hier die ganzen katholischen Länder im Reich und die Muslime, das ist einmal hier inzwischen Andalusien, vormals Grenada, Osmanisches Reich und die Mamelucken. Und da sind wir auch gerade mitten im Geschehen, denn die Mamelucken werden angegriffen von den Osmanen. Du kannst es jetzt nicht sehen, aber wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Die Osmanen belagern im Moment Karakoyunlu, vermutlich mit der Absicht, diese schon frühzeitig aus dem Krieg zu nehmen. Und was jetzt interessant ist, du hast es schon vorhin in der Pause mitbekommen, hinter den Kulissen braut sich etwas zusammen. Möchtest du vielleicht darüber sprechen, was sich da zusammenbraut? Ja, das kann ich gerne übernehmen. Durch geheime Kanäle sind uns die ein oder anderen Kriegsvorbereitungen und Ideen übermittelt worden. Und ich sag mal so viel: Es geht um Christen, es geht um Rückeroberung und es gibt auch die Moskowiten. Was haben die Moskowiten vor? Ich glaube, sie wollen sich nochmal revanchieren für diese, ja, sehr gestüme Übernahme von Provinzen des orthodoxen Glaubens im Bereich der Walachei und der und noch der polnischen ehemals, jedenfalls an der Schwarzmeerküste. Ja. Weiß. Und ich denke auch, dass der Zar sich in seiner Machtfülle durch die Ottomanen auch sehr bedrängt fühlt. Ich denke, das ist dann noch ein bisschen heiter ausgedrückt. Oh, jetzt finden gerade Schlachten statt. Okay. Ah, sehr interessant. Also hier haben gerade zwei Schlachten stattgefunden. Die eine haben die Mamelucken gewonnen, die andere haben die Osmanen gewonnen. Und die, ja, Karakoyunlu kommt leider zu spät und verliert jetzt seine Armee. Wieder mal ist Karakoyunlu zu spät gekommen. Aber eine Schlacht ging an die Mamelucken und eine an die Osmanen. Okay. Und die Nachzügelarmee wurde jetzt leider zerschlagen von den Karakoyunlu. Wie groß war die? Das waren, glaube ich, etwa 15.000 Mann, also nicht unerheblich. Die waren halt mal wieder zu langsam, wie das so ist. Währenddessen ist Tunesien ja schon in Alexandria und belagert Alexandria mit 15.000 Mann. Das heißt, die Mamelucken sind ja sehr in Bedrängnis. Und das spielt natürlich noch einer anderen Gruppierung in die Hände. Denn nicht nur die Osmanen, auf die Osmanen wird hier geschielt von den Orthodoxen, sondern die Katholiken. Ihr erinnert euch vielleicht an eine der früheren Folgen, da hat Münster, das von Kingdis gespielt wird, einen sehr, sehr, sehr weitgreifenden Plan vorgestellt. Und zwar, es will eine Flotte bauen, um das Heilige Land zu befreien. Und vielleicht kommt es bald dazu, denn Frankreich, als die KI von Frankreich, hat als Kurienkontrolleur einen Kreuzzug gegen die Mamelucken ausgerufen, was natürlich den Münsteranern in die Hände spielt. Und diese planen jetzt zusammen mit den anderen christlichen, also mit den anderen katholischen Bischöfen und dem Papst zusammen, einen Kreuzzug ins Heilige Land. Nach Jerusalem. Jerusalem soll befreit werden und Kreta soll befreit werden. Das heißt, da sind wir auch sehr gespannt. Wenn also sich die Muslime hier gegenseitig schwächen, könnte das passieren, dass die Christenwelt das ausnutzt. Oh, und hier ist wieder eine große Schlacht der Mamelucken gegen die Osmanen. Und die wird an die Osmanen gehen, weil die Mamelucken hier nur mit der halben Armee angetanzt sind. Das war oh, oh, oh. Wenn man oh, gewinnen will. Oh, das tat weh und die Armee ist aufgelöst worden. Aua, aua. Ich habe gerade einen schnellen Boten bekommen. Ja. Ja, das konkretisiert sich hier mit dem Kreuzzug. Sollen wir die Hauptakteure hier hinholen oder sollen wir uns mal kurz zu den Spielern dafür begeben? Also sie können ruhig herkommen, dann lauschen wir gern dieser Kriegserklärung live und auch der, ja, einfach diesen Motivieren der Kreuzzüger. Das möchten wir gern live miterleben. Die können gern alle herkommen.
Und du hast Blick weiterhin da auf die kriegerischen Auseinandersetzungen. Genau. Super. Ich hab den Boot mal zurückgeschickt. Mal schauen, was passiert. Die Mamelucken befreien ja gerade Alexandria von der Belagerung. Das scheint ihnen zu glücken. Da sind also die Tunesier dann erstmal zurückgeschlagen. Aber die Osmanen belagern ja weiter. Oh, und ich sehe hier gerade viel Gefolge im Vorsaal des Lichtbringersaals. Und da sind auch schon die Herrscher, wie ich sehe. Ja, hallo ins Rund. Seid gegrüßt, katholische Bischöfe und Papst. Gott sei Dank, Lichtbringer. Seid gegrüßt. Grüß Gott. Ja, dann erzählt doch mal von euren Plänen. Wir lauschen gespannt. Die katholischen Fürsten haben beschlossen, dem Kreuzzugsaufruf des Kontrolleurs der Kurie, im Franzosen, Folge zu leisten und gegen das Mamelukenreich in einen Kreuzzug zu ziehen, da dieses gerade nicht ganz so verteidigungsfähig ist, in der Hoffnung, Kreta und das Heilige Land zu erobern. Und der Krieg wird nun sofort erklärt werden? Ich jawohl. Darf den Hochmeister des Johanniterordens entsprechend bitten. Der uns dann bitte auch alle in den Krieg hineinrufen kann. Die offizielle Kriegserklärung ist raus. Habt ihr euch denn auch schon um eure Landverbindung gekümmert, das Heilige Land? Und, noch sind die Bischöfe und der Papst nicht mit im Krieg? Ja. Die Frage wird ja sein, ob die Kapazitäten ausreichen, um die ganzen Streitkräfte ins Land zu schleusen. Dies ist sicherlich ein risikoreiches Unterfangen, aber um das Abendland zu befreien, um Jerusalem, die heilige Stadt, zu befreien, müssen auch manchmal Risiken eingegangen werden. Das sehen wir hier immer gerne. Jetzt sind Münster und der Papst schon mit im Krieg, Köln und Trier noch nicht. Soeben erledigt. Das heißt, es geht los. Ja, dann wünschen wir den Kreuzzügern alles Glück auf der Welt. Ist das dann der 13. Kreuzzug? Ah ne, so weit waren wir gar nicht, ne? Der 8. Ja. Ich weiß es nicht. In unserer Zeitrechnung ist es dann erstmal der 1. Denn wir beobachten ja erst seit nicht ganz 100 Jahren. Ja. Ja, die bullische Epoche sieht gerade ihren ersten Kreuzzug. Dann viel Glück. Ja. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja. Das werden wir gespannt beobachten. Möge dann dürft ihr wieder. Ja. Mit uns rein. Euch auch. Ja, jetzt kommt hier richtig Bewegung rein. Jetzt haben wir einen riesigen Krieg zwischen den Osmanen und den Mamelucken und die Katholiken mischen sich noch ein. Wer weiß, wer sich noch in diesen Krieg einmischt? Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Vielleicht sprechen wir da mal kurz mit dem Moskauer Großfürsten. Was denkst du? Ja, und danach bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, was uns denn der General auftischen will, weil sie noch was fragen. Aber fangen wir mal mit den Moskowiten an. Kümmern wir uns drum. Ja, im Moment sind die Truppen, glaube ich, noch hier am Trainieren. An der Südgrenze. Kasan wird hier gerade von der Blauen Horde angegriffen. Geschwächt waren die von den Moskowiten. Ja, das hängt wahrscheinlich hier von Serbien zusammen. Serbien muss dann den Krieg erklären, falls er denn zustande kommt. Inzwischen ist Böhmen auch schon. Ja? Ich habe hier gerade jemanden, der ist spontan mal hier in den Saal reingestürmt. Und zwar haben wir hier den Zaren, Anführungsstrichen. Den Zaren? Den Großknecht, seid gegrüßt. Ja, wir haben gehört, dass es Pläne gibt bezüglich der Osmanen. Vielleicht könnt ihr uns da auf den neuesten Stand bringen. Aber natürlich. Wie mein Vater, der vor kurzem verstarb, hat schon vor gut 12 Jahren dem serbischen Herrscher gesagt, dass er eine Allianz gegen den osmanischen Sultan schmieden sollte, da dieser selbst unser
tapferen Zorn zugezogen hat, der immer wieder die Krim vergrößert. Wir haben gesagt, wir werden den Serben unterstützen, nachdem er eine gute Zahlung uns gegeben hatte, weil er auf Seiten von Litauen gegen uns gestanden hat. Wir haben es ihm angeboten. Der Serbe ist aber sehr feige. Daher sind wir noch immer am Überlegen, ob wir nicht selber den Krieg machen sollen, indem wir versuchen, einen Anspruch über die Krim zu fokussieren und zusammen mit Österreich vielleicht gegen den Osmanen zu ziehen, wenn der Serbe es nicht selber hinbekommt. Wisst ihr, ich möchte Kriege führen, so wie mein Vater. Denn an sowas wird ein Herrscher gemessen. Ich will auch unser Land vergrößern. Das heißt, wir können bald mit einem Krieg gegen das Osmanische Reich rechnen. Von unserer Seite werdet ihr davon hören. Wenn der Serbe es nicht tut, werdet ihr sehen, werde ich versuchen, über Bahamut der Horde Richtung der Krim zu gehen. Und dann werde ich halt einen Stellungskrieg gegen das Osmanische Reich führen. Doch die Krim wird mein Ziel sein, in mehreren Kriegen wieder in die Freiheit oder unter unsere Herrschaft zu bringen. Wir werden natürlich auch versuchen, dem Serben seine alten, angestammten Gebiete, die er vor 50 oder 60 Jahren mehr besaß, zurückzuholen. Aber er ist uns nicht wichtig. Wir wollen einfach den Osmanen strafen, der Seite an Seite mit dem Satan, dem Monster aus Rom, zusammen Krieg gegen Glaubensbrüder in Österreich geführt hat. Wir wollen beide strafen, den Sultan und den Papst. Den Papst haben wir für unser Wohlwollen und dass wir uns gegen die Osmanen richten gesagt, verlangen wir in Kürze von einer Zahlung von 500 goldenen Dukaten. Andernfalls werden wir einen Bund mit Österreich schließen. Ah, das ist interessant. Gut, dann sind wir gespannt auf den Krieg und wünschen euch dabei viel Erfolg. Vielleicht so viel gesagt, lasst es nicht zu lange warten, denn der Krieg zwischen den Osmanen und den Mamelucken könnte bald ein Ende finden. Dies sehen wir bereits und ich denke, der Serbe muss noch überlegen, wen er noch dazu zieht. Er ist zu feige, alleine mit seinen Soldaten zu ziehen. Aber jetzt ist die Zeit günstig zum Zuschlagen. Natürlich ist die Zeit günstig und ich hoffe, er versucht dies zu tun. Wir sagten ihm schon, er sollte verschiedene Optionen abwägen. Er sollte vielleicht mit anderen reden, mit denen er zusammengearbeitet hat, um noch mehr Kraft zu kriegen. Ich weiß nicht, wie weit es steht. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren gegen den Osmanen ziehen, mit ihm oder ohne ihn. Ja, dann erleuchtet euren Glaubensbruder mal. Ich brauche ihn nicht zu erleuchten. Der Despot ist ein unwichtiger kleiner Wurm, der vor unserem Blut kniet. Vielleicht könnt ihr ihm dann einfach befehlen. Denn er ist ja dann im weiteren Verlauf sicherlich auch auf euch angewiesen. Das heißt, wenn er eure Gunst nicht verspielen will, lässt er sich vielleicht überreden. Ich hätte da eine wunderbare Anrede. In den Staub oder gegen den Osmanen. Ja, wir warten noch drauf, bis unsere dummen Botschafter bereit sind. Denn einer arbeitet daran, den Knes Mikaeli, den zweiten Kudomofi, endlich zu uns zu bringen. Denn meine Schwester braucht neues Gebiet und ich habe meiner Schwester das Permagebiet zugesprochen. Denn ich hasse es, wie mein Vater sie als Souveräne gehalten hat. Sie werden als Nächste in unser Reich integriert und dann werden wir losmarschieren. Wir haben fast es abgeschlossen, es zu übernehmen. Aber es freut uns, dass wir endlich noch einmal mit denen reden konnten, die meinen Großvater in den Tod brachten und meinen Vater zu diesem großen Herrscher machten. Ich musste zwar fast mein ganzes Leben, 58 Jahre, warten auf den Tag, dass ich nunmehr Herrscher von Russland bin, aber ich werde auch Erfolge erringen und in der Geschichte nicht als jener bekannt bleiben, der nichts geschafft hat. Dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei und freuen uns auf den bevorstehenden Krieg. Darf ich eine Bitte euch noch äußern? Könntet ihr vielleicht, ich habe von meinem Großvater gesagt es bereits, ihr werdet mächtige Wesen, die im Geiste sprechen, die unseren Glauben erfüllen. Könntet ihr vielleicht dafür sorgen, dass doch noch irgendein Weib mich erhört oder wenigstens irgendeins meiner unehelichen Kinder länger als 2 Jahre überlebt? Wir werden tun, was möglich ist. Dabei fällt mir noch eine ganz andere Sache ein, bezüglich Litauen. Ihr hattet ja vor einigen Jahren einen Krieg gegen Litauen geführt, der dann relativ abrupt geendet hatte. Da hatten wir noch nicht in Erfahrung bringen können, was das Ergebnis dieses Krieges war. Vielleicht könnt ihr uns da erleuchten. Litauen war in einem großen Krieg verstrickt an verschiedenen Seiten. Mein Vater
mag seiner Seele gnädig sein, sah die Situation gut. Er wollte, dass der litauische Herrscher vor ihm niederkniet, und er wollte den litauischen Herrscher einmal bestrafen. Nun, der Herrscher von Litauen wurde in einer kleinen Schlacht, er kam nur mit sehr wenig Mann, besiegt. Er kniete nieder, bettelte um Hilfe, und wir zeigten unsere große Güte mit mir als General und töteten den Bauernaufstand in seiner Hauptstadt. Dafür bezahlte er 500 goldene Münzen. Er kroch vor unserem Thron. Wir erniedrigten ihn und wir waren stolz. Danach führten wir unseren kurzen ästlichen Krieg gegen die Dänen, in denen wir Köln und Magdeburg aufgrund ihres Mutes gegen uns zu stehen in Stockholm an unsere Seite zogen und Holstein freiließen und Magdeburg. Nur dort haben wir kein Interesse im Reich. Das Einzige, wo wir was sehen, ist und mein Ziel und das Ziel hoffentlich meiner Kinder wird sein, dass Rom und Konstantinopel uns gehört und Rom niedergebrannt wird. Und dann vielleicht wieder von uns bevölkert. Das sind ja große Ziele. Wir haben jetzt gerade ein technisches Problem. Vielen Dank für das Rollenspiel, aber jetzt müssen wir wahrscheinlich mal, denn es Katu Alon, glaube ich, hatte ein Synchronisationsproblem. Könnt ihr in Erfahrung bringen, ob er jetzt wieder neu reinkommt? Ich sehe ihn schon nicht in der Liste. Er wird wahrscheinlich jetzt diesen Hotjoin machen, oder? Er hatte über seine Nachrichtendienste zu mir gesprochen, quasi. Er ist gerade dabei, wieder den Thron von Salzburg zu besteigen. Obwohl, Thron ist es ja gar nicht. Es ist ja eher der Sitz, gell? Gut, dann bedanke ich mich beim Großfürsten von Moskau und freue mich auf den bevorstehenden Krieg, wünsche viel Glück und alles Gute. Wir werden viel gelingen. Wir haben 40.000 Mann zu Waffen gut ausgerüstet und wir werden einen guten Krieg führen. Wir müssen leider vorher gegen diese dumme Horde. Gut, dann die Zuschauer haben es vielleicht schon gesehen. Hier bahnt sich eine riesige Schlacht an. Oh, jetzt verdecke ich sie gerade mit dem Beitrittsbildschirm von Katu Alon. Also hier wird es gleich richtig knallen. Hier kommen 50.000 Mamelucken marschieren auf Jaffa zu, wo sich im Moment 19.000 ritterliche und Münsteraner Soldaten befinden. Aber der springende Punkt ist, dass hier päpstliche Truppen zur Verstärkung kommen, und zwar 31.000. Und das ist der Mameluke auch schon? Tja, der sieht es ja. Es ist ja in seinem Land. Es ist ja im Heiligen Land. Sind alle angelandet. Okay. Und zusätzlich... Oh, Moment. Jetzt ist es gerade weggeschaltet. Kommt Trier auch zur Verstärkung, noch mit 13.000 Mann und einige Tagesmärsche oder Wochenmärsche hinter diesen ganzen Armeen sind auch noch 18.000 Kölner Soldaten. Das heißt, die katholische Koalition hat hier eindeutig die zahlenmäßige Übermacht. Davon würde ich aber so jetzt noch nicht sprechen, sondern es kommt darauf an, welcher Taktung die jetzt in diesen Fight reinkommen. Sonst wird es ein großes mamelukisches Gemetzel. Ja, Moment, da kann ich ja gerade mal gucken. Die Mamelucken treffen am Ende des Monats ein, also in einem Tag. Trier kommt zwei Tage später. Okay. Und der Kirchenstaat einen Tag später. Das heißt, die Mamelucken werden hier gar nicht viel Gelegenheit haben zu metzeln, sondern da kommt sofort ausreichend Verstärkung, um die Front zu begradigen. Der ottomanisch-mamelukische Krieg wurde aber mal gelegt, oder? Genau, das ist auch kurz zuvor passiert. Ich wollte nur nicht den Moskauer Großfürsten jetzt damit unterbrechen. Da haben die Osmanen sozusagen Syrien erobert, kann man so grob das sagen. Und haben Tunesien auch was davon gehabt? Tunesien hat kein Gebiet erobert, aber die haben ja auch vor Alexandria versagt. Das heißt, die haben, glaube ich, gar kein Recht gehabt, Provinzen zu erobern. Man muss ja mindestens eine Festung besetzt haben in dem Gebiet. Das hatten die Tunesier nicht geschafft und dann können sie, glaube ich, auch gar nichts erobern. Um nochmal kurz auf den Großherzogkönig von Moskau. Ich habe es bestimmt wieder falsch. Großfürst, glaube ich. Großfürst, stimmt.
Ich hoffe ja, dass nach einer solch hochtrabenden Rege auch entsprechende Taten folgen gelassen werden. Ja. Wir Ritter sind da pragmatischer. Wir reden nicht, wir machen. Sagen das zwar noch und dann war es das. Ja, dass hier der Findungsprozess ebenfalls voluminös stattfinden muss, weil dann ist nämlich auch schon dieser Krieg die Mameluken vorbei und der Ottomane hat seine Truppenstärke schon wieder ganz oben. Dann wird das ein hoffnungsloses Unterfangen, fürchte ich. Ja, ich glaube fast, da müssten sogar noch weitere orthodoxe Fürsten, zum Beispiel die Litauern, mithelfen, damit das überhaupt sinnvoll wird. Allerdings sind sie ja noch mit Moskau rivalisiert. Da haben wir ja die Geschichte gehört, wie der Moskauer Großfürst den Litauer Großherzog erniedrigt hat. Und diese alten Wunden sind sicherlich noch nicht ganz verheilt. Auch wenn da die ersten Bestrebungen positiv waren, dass dort dieser Bauernaufstand niedergeschlagen wurde. Aber ich glaube, die werden noch nicht gleich miteinander arbeiten können. Aber Condottieri an die Serben wäre doch eine Option. Aber gut, das müssen die Führer selber wissen. Inzwischen wurde übrigens auch das restliche Polen komplett von Litauen erobert. Das heißt hier, was war da noch? Ich glaube, Lemberg war noch nicht erobert. Ja, die restlichen Provinzen, die halt noch von Polen waren, sind jetzt alle litauisch. So, wie ist und, denn... Oh, und hier ist noch eine Veränderung. Entschuldige, dass ich jetzt schon wieder ins Wort fahre. Hier sind einfach so viele Sachen passiert und du siehst das ja nicht, deswegen will ich es dir sagen. Schlesien ist frei. Ah. Es wurde befreit in dem Krieg dieser katholischen Koalition hier von Deutschem Orden, Magdeburg und Salzburg. Die haben ja Böhmen angefallen und in diesem Krieg haben sich, ich gehe mal von unten nach oben vor, Salzburg hat sich die Oberpfalz geholt von der Pfalz, die mit Böhmen verbündet war, den Straubing, von Böhmen direkt. Magdeburg hat sich das Vogtland geholt, Sachsen, also Dresden und die Oberlausitz. Und der Deutsche Orden hat sich geholt von, ich glaube von Brandenburg, Greifswald und Potsdam, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Das heißt, sie stehen vor Berlin. Und Posen aber nicht. Ja, Berlin haben sie ja schon in einem früheren Krieg erobert, zusammen mit Magdeburg gegen Brandenburg direkt. Aber Posen wurde nicht erobert. Posen wurde nicht erobert. Das war ja eins der gesetzten Kriegsziele des Deutschen Ordens. Kannst du vielleicht in Erfahrung bringen, warum das Spiel jetzt steht? Weil ich dachte, Katualan ist schon wieder drin. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit in der Pause stehen. Ja, ich glaube, das war auch gerade die Frage, die mich hier gerade ereilte. Hier wird quasi auf das Go gewartet. Ach so, also wir haben ja nicht pausiert, dann können Sie sofort weitermachen. Aber wir können mal auf die Uhr gucken. Was sagt denn deine Uhr? Sind wir da irgendwie? Na, ein bisschen ist ja, noch. Wir haben noch. Ja. Also meinetwegen können Sie sofort weitermachen. Wir haben ja die ganze Zeit weitergequasselt. Und es war ja auch genug zu erzählen. Das war vielleicht gut, so eine kleine Verschnaufpause mal zu haben. Ist ja wirklich sehr viel passiert in letzter Zeit, dass wir da mal wieder den Anschluss gefunden haben. Ist denn Karakoyunlu auch mit im Krieg? Darf ich mal gucken. Ja, Karakoyunlu steht den Mamelucken bei, hat aber selber, glaube ich, kaum eine Armee. Doch, jetzt haben sie hier eine Armee. Oh ja, die Schlacht wollen wir natürlich sehen. So. Die Schlacht findet jetzt hier statt im Heiligen Land. Und die Katholiken scheinen zu gewinnen. Allerdings gibt es eine interessante Entwicklung, auf die ich gerade eingehen wollte. Dann ging aber die Schlacht los. Ruhig aus. Ja, die Schlacht ging an die Katholiken. Und oben habe ich gesehen, dass die Osmanen eine Condottieri-Armee an Karakoyunlu vergeben haben. Das heißt, die Osmanen werden jetzt in diesen Krieg eingreifen. Indirekt? Ja, und die Mamelucken unterstützen. 20.000 Mann? Voll? Volle Bude? Das heißt, anscheinend hat der osmanische Sultan hier ein schlechtes Gewissen, dass er die Mamelucken so stark geschwächt hat, dass nun die Katholiken sich aufs Heilige Land gestürzt haben und versucht hier das Schlimmste zu verhindern und den Mamelucken zu helfen. Nur ist die Frage, ob er durchkommt mit dieser Armee. Denn er muss ja hier an den ganzen katholischen Armeen vorbei, um sich mit der
mamelukischen Armee zu vereinen. Das ist die Frage, ob er das schafft. Wahrscheinlich wäre es am schlauesten aus seiner Warte, die Flotte zu nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das mit Condottieri-Armeen geht. Ich habe mich jetzt auch gerade überfragt, muss ich ganz ehrlich stehen. Ja, das Problem ist halt, dass hier so in Syrien oder im südlichen Syrien ist halt so eine Art Flaschenhals. Da sind halt drei Provinzen und da stehen gerade die Katholiken rum. Das heißt, im Moment können die Osmanen da überhaupt nicht durchmarschieren. Denn dann würden sie in eine Schlacht geraten mit erheblicher Unterzahl. Ja, und diese 20.000 Mann, nicht, dass sie sich nachher dann, sollte der Russe vorpreschen, falls sie 20.000 Mann herausstellen sollten, die dann fehlen an dieser Stelle. Ja gut, da ist aber dann da der osmanische Heerführer kontrolliert ja die Armee trotzdem selber. Auch wenn sie zwar das Banner der Karakoyunlu tragen, die Kontrolle ist trotzdem noch beim Sultan. Das heißt, er kann die Armee dann auch jederzeit zurückziehen. Kommt es jetzt hier zur Schlacht? Ah ja, anscheinend greifen die Osmanen in Damaskus an. Das werden die Katholiken aber zurückschlagen, denn hier kommt schon die Verstärkung. Und die Armeen von Münster und Trier hatten das, glaube ich, von Köln und Trier hatten das wahrscheinlich auch selber geschafft. Ja, jetzt die Verstärkung da und da werden sich die Osmanen zurückziehen müssen. Ein weiterer Sieg für die Kreuzzüger. War so nicht unbedingt zu erwarten. Und währenddessen haben sich die Mamelucken ja ganz tief nach Nubien zurückgezogen, um Rebellen zu bekämpfen. Dunkaische Nationalisten sind hier und sanarische Nationalisten. Das heißt, die Mamelucken haben ja alle Hände voll zu tun. Ja, sie hatten ja auch keinen wirklichen Frieden, ne? Das ging ja in eins über. Ja, also das heißt, wir können ja mal. Ich kann ja mal direkt in die Mamelucken hineingehen. Da haben wir die Option, um zu schauen, wie dort die Kriegsunzufriedenheit ist. Und die Mannstärke und alles. Sie haben eine Kriegsmüdigkeit von 1,2, das ist noch nicht besonders viel. Und die Mannstärke ist allerdings auf 0. Das heißt, jeder Mann, der stirbt, muss dann durch Söldner ersetzt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Mamelucken lange halten kann. Ja, vor allem, es ist die Frage, wahrscheinlich könnten die Osmanen noch mehr Unterstützung schicken, wenn sie direkt an die Mamelucken eine Condottieri-Armee vergeben. Aber ich weiß nicht, ob das die Spielmechanik nicht verbietet, wenn sie gerade im Krieg waren. Und ich meine, glaube ich, wenn die rivalisiert sind, dass das auch. Ich glaube, es geht. Wir hatten das neulich mal getestet. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt geht durch diesen Krieg, den sie gerade geführt haben. Es kann sein, dass der Waffenstillstand dort eine Beschränkung gibt. Eine Möglichkeit gibt es natürlich noch. Man kann, das ist ja jetzt seit der neuesten Erweiterung so, man kann natürlich auch sein Development in den jeweiligen Gebieten kann man opfern. Sprich, wenn man den militärischen Ausbau zugunsten von Mannstärke opfert, dann kann man sowas nochmal rumreißen. Die Frage ist, ob sich das lohnt und ob das auf lange Sicht was bringt. Es bringt ja nichts, wenn man dann nochmal 20.000 Manpower aktiviert, nur weil man weiß, man verliert den Krieg eh. Das macht ja keinen Sinn. Das stimmt. Die Rebellen in Nubien wurden jetzt schon besiegt, fast, beziehungsweise die letzten werden gerade besiegt. Dann wird sich wahrscheinlich die mamelukische Armee wieder in den Norden wenden, wo inzwischen sich die osmanische Condottieri-Armee regeneriert hat. Die haben schon wieder 16.000 Mann zusammen von 10.000 Mann. Also die waren auf 10.000 Mann runter nach der Schlacht. Waren das jetzt 16.000 insgesamt oder 20.000? Es waren 20.000 ursprünglich. Die haben in der Schlacht gegen Trier und Köln etwa die Hälfte der Mannstärke verloren und haben sich jetzt wieder regeneriert auf etwa 16.000. Inzwischen haben die Katholiken hier das Heilige Land schon komplett besetzt. Auch schon das südliche Syrien. Und ja, schwärmen jetzt sozusagen aus, um hier in die arabische Halbinsel ihren Glauben zu tragen, sozusagen. Man hört förmlich die Schreie. Da ist jetzt die Frage, ist es vielleicht auch beabsichtigt vom General, dass er sie einfach ausschwärmen lässt, um sie dann einzeln zu stellen, weil er hat ja seinen Klumpen und die Condottieri der Ottomanen, was eine mögliche Taktik wäre?
Ja, sich sozusagen erstmal totzustellen und dann wieder zuzuschlagen. Das ist durchaus eine valide Strategie, die. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle Kriegsparteien die Regionen, wo halt auch schon der Mameluke steht, halt alle aufgeklärt haben. Kennen die teilweise noch nicht. Dann siehst du natürlich nur schwarz. Ne? Ja. Da können wir ja mal kurz gucken. Ich gehe mal einfach in die Sicht des Papstes. Also ich sag mal so, die relevanten Provinzen sind schon sichtbar. Wie einige Wüstenprovinzen dann nicht. Also im tiefen Arabien, dann wird es langsam neblig. Aber so die wichtigsten Provinzen, Kairo, Alexandria, ne, also da, wo die reichen Gebiete der Mamelucken liegen, die sind dann schon, ja, erobert, beziehungsweise sichtbar. Ein interessanter Fakt ist auch noch, dass währenddessen nun die Karakoyunlu angefallen wurden, glaube ich. Der Krieg läuft, glaube ich, schon. Die wurden von Ajam angegriffen. Und deswegen ist jetzt natürlich die Karakoyunlu-Armee an einer anderen Front beschäftigt und kann nicht den Mamelucken beistehen. Also, es kommt alles zusammen. Es ist ein großer Wolkenbruch über dem Kopf des Sultans der Mamelucken. Und wie das ausgeht, denn ich schaue gerade auf die Uhr, sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge an. Oder was sagt deine Uhr? Och, ein bisschen könnten wir noch, wenn wir müssten. Aber... Ja, aber das ist, glaube ich, gerade ein spannender Moment, denn man weiß noch nicht genau, wie es ausgehen wird. Machen wir mal so einen kleinen Cliffhanger. Wir haben ja die letzten Folgen ein bisschen länger gehabt, dann machen wir jetzt ein bisschen früher Schluss. Jetzt greifst du auch ein bisschen die Zuschauer an, ne? Und deren Nerven, gell? Das nehme ich auf meine Kappe. Okay, alles klar. Und hier bewegt sich schon wieder, aber dann machen wir jetzt Schluss. Das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.